Was geht ab, Leute? Das letzte Video ist schon ein bisschen her, ich weiß, und deswegen möchte ich jetzt hier erklären, warum das so war und wie es jetzt hier weitergeht. Ich habe in den letzten Wochen mich mit einem Kollegen zusammengesetzt, mit dem bin ich gerade momentan am Planen für ein komplett neues Projekt, was über mehrere Plattformen laufen wird, und das Ganze ist jetzt momentan so in der Planung und wird jetzt bald in den ersten Pilotausgaben münden. Aber da gibt es jetzt bisher noch nichts Konkretes, deswegen kann ich euch noch nichts zeigen oder sagen dazu. Das wird dann in Zukunft oder vielleicht schon in naher Zukunft dann folgen. Wir sind da so in den finalen Phasen der Planungen für die ganzen Themen, die wir uns da so vorstellen. Wie wird es jetzt hier weitergehen? Das Format der Daily News wird es so nicht mehr geben. Das Ganze wird jetzt umgestellt auf nur noch ein Video in der Woche. Das kommt einerseits daher, dass trotz regelmäßigen Video, Unterstützung vom Netzwerk, Cross-Promotion etc. der Kanal nicht unbedingt so gewachsen ist. Die Kommentare waren halt einfach leider sehr wenige, das Feedback war nicht da. Und dann war irgendwann, was ich so an Daily News so an Arbeit habe, das sind mal so 5-6 Stunden, die ich dann abends, danach Arbeit mich immer hingesetzt habe, um das Ding zu machen. Irgendwann fehlt dann die Motivation dazu, so viel Arbeit reinzustecken, wenn halt dann einfach zu wenig rauskommt. Klar, für die, die das Video angeschaut haben, ich kenne euch Zuschauer, die mich schon regelmäßig verfolgen. Klar, für euch ist es schade, dass es jetzt nicht mehr so kommt, aber da muss ich halt leider so Prioritäten setzen und es hat sich halt einfach dann so für mich nicht mehr gelohnt und ich hatte einfach nicht mehr so viel Spaß dran. Trotzdem werdet ihr aber mich und das Gaming-Format so nicht vermissen in Zukunft, weil ich das Ganze auf eine Show wieder reduziere, so wie ich eigentlich am Anfang angefangen habe. Es wird eine Show geben, die einmal in der Woche online kommt, den genauen Tag weiß ich noch nicht, das wird jetzt dann bald geschehen. Ich werde da mal einen Piloten dazu produzieren. Und zwar wird es dann wieder, so wie es im Namen heißt, die Gaming Now Show sein. Es wird dann in diesem Video, in diesem Format, zwei Tests oder Previews geben, je nachdem, was gerade momentan auf dem Spielemarkt los ist. Es wird die News der Woche geben, die sind dann so im Stil wie die Daily News, aber eben auch in diesem Format mit drin. Und dann werden halt mal Hardware-Tests oder ähnliches mit in dieses Video gestreut. Das Video wird dann so 20, 25 Minuten gehen, so circa, also vergleichbar mit einer Game One-Folge zum Beispiel, um uns ein prominentes Beispiel zu nehmen. Und so wird das Ganze dann weitergeführt hier. Also wie gesagt, diese Daily News wird es nicht mehr geben, einzelne Testvideos auch nicht mehr. Das wird als ein Format gepackt, was einmal in der Woche kommt, das die Gaming Now Show ist. Ja, das war eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Wenn es mit diesem anderen Projekt, mit meinem Kollegen konkret wird und es da was Neues gibt, dann erfahrt ihr das auch hier, damit ihr mich da auch weiterverfolgen könnt. Da wird es dann auch um mehr als Gaming geben. Also gibt es dann alle Themen, die so die Welt und euch so draußen interessieren. Und eben nicht mehr nur dieses Fokussierte auf Gaming. Ich kann das jetzt auch nicht auf meinem Kanal machen, weil, wie gesagt, den gibt es ja schon seit 1,5 Jahren. Ist, im Namen heißt Gaming Now Show und ich habe schon so mein Publikum. Und da möchte ich jetzt nicht jetzt unbedingt jetzt Themen wie Fußball und News aus aller Welt und Politik und Filme und so mit reinbringen, weil es passt dann irgendwie nicht so zum Namen. Deswegen baue ich dann mit einem Kollegen, der schon seit längerem einen Blog führt, unter dem Namen dann eben auch einen YouTube-Kanal auf. Und da möchte ich dann eben mehr einsteigen. Und da bin ich dann eben auch aktiver vertreten. Wie gesagt, hier gibt es nur noch ein Video pro Woche. Das sollte auch diese oder nächste Woche schon zum ersten Mal online gehen. Ich habe da Bock drauf, weil da kann ich endlich meine ganze Arbeit ein Video reinstecken. Mit dem bin ich dann hoffentlich auch zufrieden. Und dann wird es nicht immer so ein Hingehetzel, Hingehudel, wie es momentan so ist. Und da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, euch, ja gut, euch freut es wahrscheinlich nicht so ganz, aber ihr freut euch zumindest auf das eine Video, was dann kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem von euch für eure Unterstützung, die ihr mir weiterhin zukommen lasst. Und ich hoffe, wir haben weiterhin eine geile Zeit und vielleicht sehe ich dann den einen oder anderen auch bei dem neuen Projekt und am neuen Namen dann wieder. Ich wünsche auf jeden Fall einen restlichen schönen Tag noch und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dahin sage ich nur noch, viel Zeit, ciao und servus.